Markus Kapitel 7 beginnt damit, dass Jesus wieder eine kleine Auseinandersetzung mit Schriftgelehrten und Pharisäern hat. Darauf gefolgt geht er in ein Gebiet, wo Menschen leben, die keine Juden sind, und hat eine Begegnung mit einer Frau, die ihn um was bittet. Und das Kapitel schließt damit ab, dass er noch einen Menschen heilt. Und diese drei Geschichten zeige ich euch einfach wieder hintereinander jetzt als Bibelcartoon. Einmal kamen die jüdischen Leiter zu Jesus und beschwerten sich über seine Freunde, die Jünger. Wir haben gesehen, dass deine Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen haben. Das ist aber seit Jahren eine vorgeschriebene Tradition. Warum brecht ihr das Gesetz Gottes, indem ihr eure Tradition höher achtet als ihn, entgegnete Jesus. Mit euren Worten ehrt ihr Gott zwar, aber ihr macht es nicht von Herzen. Ihr zwingt den Menschen eure Regeln auf, habt aber vergessen, dass das Wichtigste ist, die Menschen zu lieben. Genau das tut ihr aber nicht, obwohl es Gott in seinem Gesetz ganz klar vorschreibt. Danach wandte er sich von ihnen ab und erklärte den anderen Menschen: Nichts, was in den Mund hineingeht, kann euch zu einem schlechten Menschen machen, sondern das, was aus eurem Mund herauskommt, zeigt, ob ihr ein gutes oder böses Herz habt. Tut deshalb alles, was euch die jüdischen Leiter sagen, übernehmt aber nicht ihre lieblose und heuchlerische Einstellung. Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, durch Kanaan. Die Menschen dort glaubten an andere Götter als das jüdische Volk, zu dem Jesus gehörte. Dort lief ihnen eine Frau hinterher und rief die ganze Zeit: Jesus, hilf mir! Meine Tochter wird von einem bösen Geist, einem Dämonen, beherrscht. Jesus ignorierte sie, aber die Frau ließ nicht locker. Jesus, hilf meiner Tochter! Irgendwann waren die Jünger genervt und baten Jesus: Schick die Frau doch bitte weg. Jesus erklärte: Ich soll nur zu dem jüdischen Volk gehen, dafür hat Gott mich geschickt. Da stand die Frau schon direkt vor ihm und bat ihn wieder: Hilf mir! Jesus antwortete: Es ist falsch, den Kindern das Brot wegzunehmen und es an die Hunde zu verfüttern. Richtig, erwiderte die Frau. Aber bekommen die Hunde nicht das, was nach dem Essen übrig bleibt, die Reste? Jesus war beeindruckt von ihrem Vertrauen in ihn und ihrer Hartnäckigkeit. Weil du so fest auf mich vertraut hast, will ich deiner Tochter helfen. Da schickte er die Frau nach Hause. Als sie dort ankam, war ihre Tochter frei und wurde nicht länger von dem Dämon gequält. Eines Tages brachten die Leute einen Mann zu Jesus, der nicht hören konnte. Es fiel dem Mann auch schwer zu sprechen. Seine Freunde baten Jesus, ihm zu helfen. Da nahm ihn Jesus mit an einen ruhigen Ort. Jesus steckte dem Mann seine Finger in die Ohren. Danach spuckte er auf seine Finger und legte die auf die Zunge des Mannes. Dann schaute er kurz zum Himmel und befahl: Öffne dich! Sofort konnte der Mann wieder hören und auch problemlos sprechen. Jesus verbot jedem, der das gesehen hatte, es weiter zu erzählen. Aber das half nichts. Schon bald redete jeder darüber. Die Leute waren geschockt und begeistert, dass Jesus sogar Taube und Stumme heilen konnte.